sein Leben, man führt sein Leben. Übrigens habe ich toll von dir gelernt, das Leben führen, ganz neue Perspektive. Vorne, ne? Vorne führe ich mein Leben, nicht hinten irgendwo. Ja, und die interessante Sache ist halt mit dieser Partnerschaft, ich habe es ja da auch schon mal erzählt, es ist völlig egal, genau, ob das so wie in meinem Fall eine Frau sein würde, wenn das eine Frau ist, die zum Beispiel schon eine Partnerschaft hat, ob die sich schon von mir getrennt hat, ob ich die überhaupt noch gar nicht kenne. Das ist wirklich egal. Diese Umstände sind egal. Es geht immer nur darum, was habe ich für ein Bild davon? Und ja, immer nur darum ist so einfach gesagt, da sich eben hinzuarbeiten, dass man wirklich glaubt, dass alles auf deinem Mist gewachsen ist, dass alles da draußen wirklich das ist, was drinnen ist. Das ist eben das, was auch viele Frauen oder ich auch selber brauchen. Also so eine Anleitung, wie mache ich es denn jetzt? Wie geht es denn jetzt? Aber das Wichtige ist erstmal wirklich zu erkennen, dass es ein 1:1 Reflexion immer ist. Und du selber hast ja auch so viele Beispiele, wo du sagst, wow, jetzt habe ich gerade echt eine Reaktion oder eine Situation erlebt, die gefällt mir überhaupt nicht. Ja, aber es geht auch in die andere Richtung. Also wenn Und das dann wirklich. kurze Zeit später, wenn es dir bewusst geworden ist, ja, alles anders, oder? Als würdest du mit einer anderen Person kommunizieren. Ja, und man kriegt dann zum Beispiel einfach auch ein Feedback, wo man denkt, was? Das war doch genau das, was ich jetzt gerade mir gewünscht habe oder mir vorgestellt habe. Und jetzt kommt es schon. Also manchmal ist es wirklich so richtig, wie ein Wunder kommt einem das vor. Oder mir. Und manchmal kommt es einem vor, als hätte der Teufel seine Finger im Spiel, oder? Ja, der Wo dann hat, ja. wie ein Unwunder plötzlich etwas über einen hereinbricht, was man denkt, Scheiße, Ja. Ja, warum der Teufel, der Teufel. jetzt? Ne? Der Teufel ist ein gutes Stichwort. Das sind, also ich habe ja für mich beschlossen, wenn das so teuflisch wird oder so, wenn ich so überrascht bin im Negativen, dann ist es immer was, dass ich selber nicht weiß, auf welchem Schlauch ich mir da selber stehe, beziehungsweise wo ich meinem Wunsch geradezu entgegengesetzte Glaubenssätze habe. Und das ist richtig, das sind die Teufel, die sitzen da und da und da. Und wenn sie da sitzen, sind sie unangenehm. Aber wenn sie dann von jemandem einem auch noch ins Gesicht geklatscht werden, dann musst du erstmal Genau. schnaufen. Und So die ist es. normale Reaktion wäre ja, du bist, du hast, du bla 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 bla, du machst, Du oder? bist der Teufel, du bist der Teufel, du bist böse und du willst alles nur für mich und gegen mich sein und überhaupt, du bist blöd. Ja, Genau. und du sagst mir, ich bin so und so, und du sagst mir, ich bin nicht empathisch, oder? Und du sagst mir, ich bin egoistisch, und du sagst mir, ich bin bla bla bla, oder? Dann kriegt man das so, ha, wieso ich? Egoistisch? Ich? Was? Ich bin der herzoffenste Mensch, mir liegt das Wohl aller. Das ist so Genau. dermaßen am Herz. Wie kommt eine im Außen dazu, mich mit dieser Sache zu beschuldigen? Genau. Wie? Das ist jetzt echt, das ist es jetzt, gell? Das ist die Frage. Wie kommt jemand dazu, mich zu verletzen? Wie kommt jemand dazu, mir böse Sachen zu sagen? Wie kommt jemand dazu, mich abzulehnen? Wie kommt jemand Ja. dazu? Sag's mir Ja. so ein bisschen. Wie Nicht. kommt jemand dazu? Ja, also ich kann ja nur immer von mir sprechen. Die kommen da drauf, weil ich das selber tue. Ich lehne mich ab an manchen Stellen und zwar so heftig, dass ich es gar nicht weiß, weil mit dem könnte man wahrscheinlich gar nicht leben. Also, weißt du, das ist ja, hallo. Ich meine, ich will ja trotzdem irgendwie mit mir auskommen, ne? Aber wenn ich ganz ehrlich bin und meine Selbstgespräche, die werden nämlich manchmal abgehört, so kommt es einer vor. Und dann reproduziert. Genau. Und ich meine, ich denke doch, ich bin gut genug. Ich denke doch, ich bin empathisch. Ich denke doch, ich bin mitfühlend. Das denke ich doch, weil ich es Ja. ja tue. Ich fühle ja so mit. Ich leide Ja. ja mit.
Also wir haben jetzt hier eine Zuschrift. Ich weiß nicht, ob du sie lesen kannst oder siehst. Der Teufel. Genau. Der ja, Teufel, der Teufel als Frau. Ja, diesen Zettel habe ich mir ein Leben lang anheften lassen und ihn auch noch gefressen. Das ist super spannend. Ja? Mhm. Uns wird irgendwann mal auf eine Art und Weise immer sowas angeheftet oder so etwas vorgeworfen, dass wir nicht gut genug sind, dass wir böse sind, ja, dass wir böse sind. Ich habe zum Beispiel auch meinem Ex-Partner immer vorgeworfen, er ist bösartig. Mhm. Habe ich dem vorgeworfen, der ist bösartig, der macht extra Sachen, um mir weh zu tun. Ja. Und dann habe ich ihm den Teufel vorgeworfen. Mhm. Ja. Was ja, das aber das bedeutet? Sind ja genau diese blinden Flecken, beziehungsweise du weißt es nicht, dass du es im Grunde selber bist, dann ist der andere verantwortlich, dass du plötzlich sowas siehst. Ich meine, klar, ich weiß, was sie hier meint, der Teufel als Frau, das ist auch noch so ein Klischeebild, ne? Die Verführerin, das geht dann auf Eva zurück, Paradies, ess doch den Apfel, also die ist ja eigentlich an allem schuld, die Ursünde und dieses ganze Kladderadatsch, das hängt natürlich auch immer noch drin. Hat dann aber mit dem Selbstbild zu tun. Ganz genau. Weil ich mir eben nicht erlaube, die Göttin zu sein und es ist mir so leicht fällt, mich doch als Teufel zu fühlen. Ne? Darum genau. Geht's. Jetzt kommt die Frage. Wie bist du da rausgekommen? Ja, wie bist du da rausgekommen, Susi? Ja, wie bin ich da rausgekommen? Also ich meine, was ich auf jeden Fall gemacht habe, habe ich mich immer gewundert. Und dann habe ich irgendwann mal angefangen, wirklich drüber nachzudenken, wo stehe ich mit denen im Weg? Und ich stand mir so im Weg, dass ich mir Hilfe geholt habe. Ich habe mir tatsächlich Außenhilfe geholt. Ich habe vor 2 Jahren das erste 1:1 Coaching in meinem Leben gemacht mit Patricia. Und so bin ich da eingestiegen. Und ja, es ist ein Weg. Hallo Leute, es ist nicht einfach, ach so, ja klar. Mhm. Sondern es ist, du musst es, also es muss nicht so lang gehen wie bei mir. Ich bin halt hartnäckig gewesen. Aber Nein, warte, kurz Klammer auf. Du wolltest ja. A bis Z alles verstehen. Du wolltest verstehen, wie alles, was du jemals gelernt hast, was du jemals gelesen hast, vom Schamanismus über was weiß ich nicht was, du bist ja so bewandert, literaturmäßig, es gibt ja nichts, was du nicht durchgekaut hast. Du wolltest wissen, das kann doch nicht sein, dass es verschiedene Wahrheiten gibt. Irgendwo muss sich das alles treffen, dass es stimmt und dass es immer stimmt und dass es für immer stimmt. Ja. Das dauert halt ein bisschen. Okay, das war sicherlich so ein Teil des Weges, wo mich davon abgehalten hat. Aber letztlich, ich denke, die Arbeit besteht halt da drin, auch bei mir, dass man wirklich Tag für Tag dran arbeitet. Also es ist nicht so nach dem Motto, zack, ich bin jetzt raus aus dem Loch und jetzt ist alles easy. Also es ist immer wieder, also diese Mulden, sage ich es jetzt mal, die gibt es immer noch, dass ich drüber stolpere. Aber das Wichtigste, das Allerwichtigste zum Rauskommen ist, dir klar zu machen, wer bist du? In Wahrheit. Und zwar nur du, erstmal. Genau, ganz genau. Und da haben wir ja so einige Antworten schon gegeben, hier auch auf Facebook, in der Gruppe, jetzt gerade die letzten Zeiten. Ja, Patricia haut es immer raus, immer wieder. Und auch jetzt neuerdings um Mentorinnen, die sich da outen mit Challenges, wo sie es einfach nochmal erklären. Dieses Selbstbild ist einfach, ja, von uns aus oder von mir aus jetzt gesehen, wer bin ich? Ich bin tatsächlich das Erbe, die Erbin hier von dem, wo das erschaffen hat, wo ich drin lebe. Also dieses, was halt allgemein hin, Universum, Gott, alles was ist, keine Ahnung, genannt wird, das bin ich. Ich bin das. Und auf dieser Erkenntnis, das jetzt arbeitenderweise aufzudröseln und mir klar zu machen, das bedeutet, dass ich bin ja mächtig. Ich bin ja wer. Ich bin nicht nix. Ich bin ja wer. Und dann baut sich auch ein Selbstbild auf, das eben auch damit umgehen kann. Ja, und eben auch dieses absolute hundertprozentige Wissen, dass außerhalb von meiner Wahrnehmung, in meinem Universum, in meiner Welt, nichts, aber auch rein gar nichts existiert. Dass ich alles, was ich wahrnehme,
ich durch mich hindurch wahrgenommen wird. Und jetzt habe ich halt diese zwei Schienen. Das, wie ich mal gelernt habe, dass man das Außen wahrnimmt und beurteilt und einschätzt. Oder diese göttliche Schiene, dass ich wirklich aus meiner Schöpferperspektive wahrnehmen kann, was ich möchte und das nichts damit zu tun hat, was de facto jetzt gerade sich mir zeigt. Ja. Das ist das Schwierigste. Diese scheinbaren Einfluss der Umstände, der Situation, in der ich mich gerade befinde, als etwas zu betiteln, zu erschaffen. Ich erschaffe die Umstände immer wieder neu, wenn ich sie immer wieder wahrnehme. Genau. Und ich erschaffe mich immer wieder neu, indem ich mich immer wieder neu wahrnehme. Und wie nehme ich mich jetzt neu wahr? Ich habe die Erlaubnis, mich unabhängig von jeglicher Geschichte, von jeglicher Erfahrung, von jeglicher Meinung anderer Leute, jetzt hier konkret als absolute liebende göttliche Perfektion zu erschaffen. Ja. Und dann zu wissen, ja, und jetzt, wie diese wunderbare Lady, die ich so liebe, die ich so wunderbar finde, mich, wie möchte sie die Welt sehen? Und nicht so, wie hat sie die Welt immer gesehen oder nicht so, wie sehen die anderen die Welt? Genau. Da muss ich mich komplett lösen von diesen Sachen. Ich muss die Sachen neu machen. Ja, und ich habe jetzt auch noch da die Botschaft, da gibt es ja auch in dieser Welt, die Menschen, die das alles schon wissen, diese leichte Zeitverzögerung. Ja, es gibt eine Zeitverzögerung von deinem Erschaffenden oder deinem inneren Bild bis hin, was du wahrnimmst. Deswegen, also ob das jetzt Goddard ist oder Higgs ist oder diese ganzen, ne, der Goddard sagt, lass dich nicht beeindrucken von deinen Sinnen, was die jetzt im Moment wahrnehmen. Das ist nicht das, was du im Moment erschaffst. Das ist etwas, was du erschaffen hast. Es ist Vergangenheit. Und da gibt es so eine Verzögerung. Und wenn du immer da drauf starrst, dann hast du immer die gleichen Eindrücke. Aber wenn du sagst, nee, das ist alter Bullshit. Das kommt anders, es kommt so, wie ich es jetzt hier drinnen als mein neues Ich halte. Ja. Also da kommt jetzt nochmal, je klarer ich mir bin, desto schlimmer kommt das Alte noch. Mir gelingt im Moment alles, der Teufel hat das gar nicht gern, es ist wohl noch das Echo. Wir müssen jetzt mal, glaube ich, Susi, das haben wir ja schon mal auseinanderklamüstert, wer was oder weshalb gibt es überhaupt die Figur, die Energie, die Vorstellung, ja, hört gut zu, die Figur, die Energie oder die Vorstellung des Teufels. Die Vorstellung. Wir teilen uns eine Vorstellung eines Teufels. Ja. Wir teilen uns die Vorstellung des Bösen. Wir glauben, das Böse hat Macht auf über uns. Ja. Es gibt das Böse. Mhm. So. Das ist eine alte was ist jetzt die Wahrheit? Ja, was ist die Wahrheit? Ich meine, na gut. Also ich für mich habe ja jetzt schon, also oder wir haben ja auch schon öfters in vielen Gesprächen rausbaldowert praktisch. Es gibt im Grunde nur eine Kraft. Es gibt nur eine Kraft. Es gibt nur das Göttliche. Aber und meine Kraft. Deine Kraft. Es gibt nur die göttliche Kraft. Ganz genau. Und wenn du aber in etwas was hineingibst, was du als böse erachtest, dann erschaffst du das. Du erschaffst auch das Böse. Und wenn du dem dann wieder noch den Titel gibst, das ist der Teufel, dann erschaffst du letztlich den Teufel. Wir erschaffen unseren eigenen Teufel, genauso wie wir unser eigenes Göttliches, unsere Fülle, unsere Klarheit, unsere Wahrheit erschaffen, erschaffen wir das Teuflische und das Böse. Einzig und allein, dass wir dran glauben. Mhm. Und wir sind aber dazu erzogen worden, daran zu glauben, und es zu bekämpfen. Und das sind zwei Sachen, die sind wieder teuflisch. Ja. Weil wenn du an das Teuflische glaubst und daran glaubst, dass du es bekämpfen musst, verstärkst du es. Ja. Und dieser Glaube versetzt dich in eine Position, in ein Dasein, wo du dich eben ausgeliefert fühlst, wo du dich unterdrückt fühlst, wo du dich hilflos fühlst und machtlos.
Und das wiederum will der Teufel. Beziehungsweise das ist das, was du selber im Grunde dir dann da erschaffst. Also im Grunde ist es so, ich lese jetzt gerade, wie hebst du die Zeitverzögerung auf? Also die Zeitverzögerung aufheben kann ich nicht, aber ich kann einfach immer mehr darauf vertrauen, es kommt so, wie ich hier drinnen halte. Ich halte mit Vertrauen, einfach auch im Wissen, wie der Prozess eben ist, dass ich alles bin. Ich meine, hallo, das ist ja eine unglaubliche Ermächtigung. Da kann ich doch dann auch mal mich wirklich in Vertrauen zurücklehnen und auch sagen, nee, ich lass mich nicht irre machen. Ja. Und das ist ja das Living in the End, wenn der Goddard sagt. Oder Ask and it's given, von der Esther Hicks, oder? Ich frage, es ist gegeben und ich lebe schon da drin. Und ich tue diesen alten Film, der auch noch spielt, der hat aber mit mir gar nichts mehr zu tun. Den lasse ich ausspielen. Ja, da kann was spielen, aber der kriegt von mir eben keine Aufmerksamkeit mehr. Für mich gibt es den gar nicht mehr. Der ist in meiner Welt. Ja? In meiner Welt zum Beispiel diese komische Situation da draußen. In meiner Welt, die kommt ab und zu mal vorbeigelaufen. Aber wirklich nur so vorbeigelaufen. In meiner Welt bin ich super frei. Ich kann machen und tun, was ich will. Ich kann Leute lieben, umarmen. Ich mache es die ganze Zeit. Ja? Sie schreibt jetzt nochmal, hat noch eine Frage, beziehungsweise, aber das hast du ja gerade schon beantwortet Wie eigentlich. machst du das in der Praxis? Ich muss halt die ganze Zeit Mindset, Mind Control. Theoretisch ist mir klar, eben, und dann muss man es halt machen. Ich meine, wenn ich Mathe kann, dann muss ich halt auch die Aufgaben rechnen. Da muss ich mich halt auch hinsetzen und Aufgaben rechnen. Das ist eben so, so wichtig, ja? Hi. Jetzt fährt Was hier läuft? ein anderer Camper hin und sucht sich ein Plätzle und alle schönen Plätze sind schon genommen. Okay. Das ist Nee. der Motor. Es ist einfach eine Pille, die eine tatsächlich schlucken muss. Du musst da dran bleiben, du musst da dran arbeiten und dich jeden Tag beobachten. Was mache ich? Was denke ich denn jetzt wirklich wieder? Denke ich jetzt wieder den alten Bullshit oder bin ich im Vertrauen und oder arbeite dran, ins Vertrauen zu gehen? Das ist Arbeit. Und immer wieder sagen, nein, 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 nein. Du nimmst gerade was wahr, was du nicht haben willst, also ist es so nicht wirklich. Wie ist es denn für dich? Wie ist die Wahrheit für dich? Ja? Und da eben einmal den Pfeil, sage ich immer, den Dart-Pfeil rausschicken zu dem Ziel, wie du es haben möchtest. Und dann immer wieder, wenn du von deinem Ziel abweichst, dich wieder zurückholen. So wie mit dem GPS im Auto. Wenn Ja. das GPS plötzlich sagt, hey, Entschuldigung, links abbiegen, und du sagst, nö, ich fahre geradeaus weiter, ja, dann Ja. Und diesen Dartpfeil kannst du halt dann abschießen, wenn du weißt, was du für ein Ziel hast. Und auch wie du es haben willst. Das ist auch eine Arbeit oder eine Stunde mal, wo du dich mit beschäftigen musst, wo du halt einfach mal klar machst, was will ich denn wirklich? Na, reicht Und da wohl nicht eine so Stunde? Larifari, sondern ganz genau. Eine Stunde reicht eben nicht, weil Nee, aber wir ich wollte jetzt einfach mal. eine Stunde, sage ich mal, eine Stunde ist mal der Anfang, um überhaupt rauszufinden, dass ich gar nicht konkret weiß, was ich wirklich möchte. Ja. Und da geht es nicht um Sachen, um Objekte, um Partner konkret, sondern da geht es wirklich darum, wie ist mein Lifestyle? Was für ein Lifestyle möchte ich denn haben? Und sich den dann auch noch zu erlauben. Das ist das Allernächste. Ja, wir haben ja noch eine Frage, das ist auch super. Wie kommt es, dass manche Themen so leicht zu umsetzen sind, aber andere wieder nicht? Ja, ist mir auch schon aufgefallen. Allerdings, manche Sachen denkt man, kaum gedacht, schon erfüllt. Also bei mir hat es damit zu tun, das sind meistens Themen, beziehungsweise ja, Sachen, die mir da nicht so passen, wo ich ganz lange schon am Laufen habe, wo ich unglaublich starre oder tiefsitzende Überzeugungen habe, denen ich auch erst immer wieder mal nahe kommen muss. Die muss ich so richtig rausarbeiten. Was steckt denn da noch drin? Was glaube ich denn wirklich? Was steckt hinter dem? Und was steckt dann hinter dem? Und es kann dann manchmal richtig, richtig lange gehen, bis man mal draufkommt, oh nee, jetzt, oder?
auf so eine Bullshit-Geschichte, ich als Fünfjährige habe das beschlossen und habe es nie mehr in Frage gestellt. Jetzt nur mal als Beispiel. Deswegen ist dieses Partnerprogramm, ja, deswegen ist dieses Partnerprogramm eigentlich kein Partnerprogramm, also Trauma, Mann kreieren, ja, sondern da geht es um alles. Ja. Weil wir jede Beziehung und jede Vorstellung, die wir grob haben, wie es funktionieren kann, wie es zu mir sein kann, wie ich zum Partner sein kann, was ich mir erlaube anzunehmen, das ist ein Blueprint. Den printen wir übers Geld, diesen Blueprint, den printen wir übers Business, diesen Blueprint, den printen wir über die Welt. Unsere Ansicht von der ganzen Welt ist der gleiche Blueprint, den wir über alles drüber legen. Und auf diesen Blueprint kommen wir, wenn wir beleuchten, wie sehen wir Partnerschaft, wie sehen wir uns in einer Partnerschaft, wie sehen wir den anderen in einer Partnerschaft. Da kommen wir in die Tiefe von diesem Blueprint. Und wenn wir diesen Blueprint verändern, haben wir einen neuen Blueprint für Geld zum Beispiel oder für Business oder für Job. Und über die Partnerschaft kommen wir an diesen ganzen Bullshit ran, den wir uns die ganze Zeit denken und vorstellen. Das ist der beste Türöffner, den es gibt. Im Programm, wo die Susi auch dabei war, Divine Business, haben wir die ganze Zeit über Partnerschaft oder über Beziehungen. Ja. Beziehungen, genau, gesprochen, weil es uns den Eintritt in unsere eigene Beschränkung geliefert hat. Ja, genau. Die eigenen Beschränkungen, um die geht's. Das nützt mir nichts. Ist auch ein Glaubenssatz, ne? Klar. Ja, genau. Mir nützt es jetzt nichts. Dir vielleicht, aber mir nützt es nichts. Aber genau dahin geht dann wieder die Frage, wieso nützt es mir nichts? Was glaube ich denn noch, dass ich glaube, dass es mir nichts nützt? Das ist auch gut, wenn du sagst, es nützt mir nichts, weil dann kannst du nachher herausfinden, warum es dir denn nichts nützt. Was du dir da noch dazwischen kreierst, dass es dir nichts nützt oder für dich nicht so geht. Das ist immer dieser Weg, ja? Da sitzt du alleine da und sagst, ja, mir nützt es nichts. Und dann kommt eine Mentorin und pult mit dir die Bullshit weg und dann weißt du, warum es dir nichts nützt. Und wenn der Bullshit weg ist, dann brauchst du gar nichts mehr, was dir nützt. Genau. Weil dann ist es nämlich plötzlich da, dann ist es plötzlich klar. So ist das. Ja, und mit den Themen nochmal, warum manche so leicht und manche nicht leicht umzusetzen sind. Bei mir ist es, wie gesagt, mit diesen alten Geschichten und dass die immer am hartnäckigsten sind und es sind immer die, die ich so unbedingt irgendwie bin, also so, wo ich so, ja, bin, wo ich nicht einfach mal sagen kann, ach, komm, ist ja wurscht jetzt. Mach mal weil was anderes, sondern wo ich so, so insistent bin, so, das sind immer die Sachen bei mir, wo ewig gehen, ja, weil ich einfach nicht loslasse. Weil ich einfach nicht loslasse und auch nicht annehmen kann, was da kommt, ja. Oder was ich sehen darf. Sind wir ja mal bei dir und alle haben deine Camper Challenge gehabt und Ja, auch genau. in der Mastermind. Ja. In der Mastermind, die Frau, die alles hat, bist du ja auch noch mal drauf gekommen, wo du überhaupt nicht drauf gekommen wärst, was dich noch von deinem Camper trennt. Ja, genau. Das war nämlich auch ganz spannende Geschichte, dass ich dachte, ja, mein Gott, das ist vielleicht Geld oder so. Das habe ich immer vermutet, weil ich da halt Glaubenssätze habe und so. Aber dann kam ich drauf, hinter dem Wunsch steht ja, war mir immer, dachte ich immer, oder habe ich mir auch erarbeitet, der Wunsch nach Freiheit. Ja, ich kann überall hinfahren, ich kann ganz toll, ich kann, ja, fast schon habe ich ihn, fast schon. Gestern habe ich ihn angeguckt. Und dann einfach. Ja, ich habe gedacht, Freiheit, das ist für mich Freiheit. Und dann habe ich aber bemerkt, dass dieser Camper auch noch da, also für diese Freiheit steht und ich diese Freiheit gar nicht bin im Moment, weil ich noch so festhalte, zum Beispiel in meiner Wohnsituation, an meinem alten Job. Und wenn ich jetzt so frei wäre, dann würde das ja bedeuten, ja, womöglich brauche ich die Wohnung gar nicht mehr. Womöglich kann ich oder werde ich den Job nicht mehr ausüben? Dann kamen Ängste oder kommen dann Ängste hoch und denke, ja super, wie soll jetzt der arme Camperman in mein Leben kommen, wenn ich Ängste damit letztlich verbinde?
Und so, das sind einfach Dinge, das muss jede ja. Person klipp und klar ehrlich beantworten. Und einfach auch so eine Sache, so wenn ich jetzt in Camperman habe, so wie ich mir das vorstelle, durch die Welt tingeln, muss ich meine Wohnung aufgeben. Ja, genau. Warum? Warum? Ja, ich muss gar nicht. Ich muss gar nicht. Dann war da noch ein zweites Autoproblem. Also ich habe ja ein Auto, dann hätte ich ein zweites Auto. Geht es überhaupt? Und. Jetzt habe ich das einfach beschlossen, auch anhand meiner eigenen Challenge. Nee, das lasse ich fallen. Ich bin doch jetzt hier, ich bin doch angetreten als Schöpferin und jetzt lasse ich mich von so altem Zeug da knebeln. Und jetzt bin ich ja schon mal ganz richtig echt los und zack, ja, jetzt mal schauen, was nächste Woche kommt. Und auch hier wieder, du hast einen Wunsch nach einem Camper, weil du glaubst, dieser Camper eröffnet dir etwas, was du gerne erleben möchtest. Nur, der arme Camper kann es gar nicht machen. Genau. Selbst wenn jemand diesen Camper vor die Tür stellt und sagt, Susi, hier, das ist deins, das ist der Schlüssel, dann würdest du dein Unterbewusstsein, deine unterbewussten Geschichten, deine unterbewussten Ängste, deine unterbewussten Einschränkungen und Bedingungen, die du mit einem Camper verbindest, würden dafür sorgen, dass du den Camper schneller wieder los bist als alles andere. Ja, aber was ich jetzt lustig finde oder gut finde oder ermutigend finde, auch für alle anderen, bei mir war es jetzt zumindest so, nur allein, dass ich das benannt habe, reicht schon. Also das heißt jetzt nicht, ich habe da gar nicht mehr so groß dran rumgearbeitet, oh, wie kann ich jetzt und wie kann ich das Problem lösen, sondern ich habe es jetzt nur mal wirklich rausgefunden, ausgesprochen und jetzt war es mir irgendwo auch ein Stück weit wurscht. Ja, okay, so hatte ich es gedacht, aber jetzt denke ich es halt nicht mehr. Oder jetzt versuche ich, oder jetzt weiß ich einfach, dass es Jetzt weiß ich, wie ich es gedacht habe und genau. Das erlaubt mir, dass ich es anders denken kann. Genau, und jetzt habe ich das alles ein bisschen niedriger gehängt, verstehst du? Also nicht so dieses, boah, wenn ich einen Camper habe, dann bin ich frei, sondern ich habe es so niedriger gehängt und jetzt geht's, ja, jetzt gehen zumindest Pfade auf. Und das ist eben genau immer wieder das Gleiche, ja, wir glauben, wir brauchen etwas um zu. Genau. Oder wenn wir das hätten und das, wir glauben tatsächlich auch noch, es ist eine Frage des Geldes. Und das Geld ist nie das Problem, oder? Das Geld ist niemals. Hey, mach das. Vom Eindringlinge. Eindringlinge, ja. Oh, Goldie. Ja, ist gut. Kommt ein anderer Hund mit, oder was? Ja. Okay. Ja. Oder, und es geht halt nie ums Geld, weil das Geld, wenn du dich für etwas entscheidest und du dich dafür entscheidest, dass es gut für dich ist und dass es dir Freude, Freiheit, Glanz, Offenheit bringt, dann kommt dieses Geld dafür. Ja. Und bei mir war es jetzt wirklich so Freiheit, klar. Aber ich habe es niedriger gehängt und gesagt, und wenn es nur einen Sommer mir Spaß macht, dann ist es eben so. Weißt du, dieses nicht umzu. Ich werde nicht glücklich, weil ich den Camper habe. Genauso bei der Partnerschaft. Ich will nicht den XY, die XY Partnerin an meiner Seite, um zu frei, glücklich, unterstützt, geliebt, getragen, hofiert zu werden. Das läuft halt so nicht. Ich denke, nein, ich befürchte gar nichts mehr. Ich denke, dass das ein Haupthinderungsgrund von glücklichen Beziehungen ist, dass der eine oder auch beide denken, der andere muss mich glücklich machen. Und dass ich dann denke, der andere ist außerhalb von mir und macht mich nicht glücklich, obwohl er es machen sollte. Genau, der ist eigentlich zuständig. Der ist zuständig, da ist einer außerhalb von mir zuständig, das wissen wir. Der andere ist nicht da, um uns glücklich zu machen, aber er sollte sich doch zumindest so verhalten, dass wir harmonisch sind untereinander. Aber das kann der nicht, wenn ich ihn sehe, als ein unharmonisch sich verhalte. Genau. Gerade im Live-Call. Willst du mal Hallo sagen? Komm mal. Wir sind ja live auf Facebook bei den Ladies. Schau dir mal, wer denn da ist. Ja, grüß euch alle. Hey, wenn du schon mal da bist. Wir haben ja gestern so ein kleines Gespräch gehabt, oder? Ja. Erzähl mal kurz, was es mit dir gemacht hat. Das war spannend, noch mehr die Macht zu nehmen, selber zu kreieren, mit den Mustern zu freuen.
Ja, also jetzt ein bisschen leiser. Jetzt ja. Sag's mal laut. Ich sag, es war interessant, die Macht, mehr die Macht zu nehmen und ja, immer den eigenen Mustern so zu folgen. Das macht natürlich ein bisschen freier. Gleichzeitig kommen noch mal ein paar Sachen hoch, aber das gehört dazu. Mhm. Genau. Super. Jetzt bin ich gerade am Singen und mir ist der Hotspot. Mir ist jetzt geht es hier nichts. Jetzt brauche ich alles selber, nachher, wenn noch was übrig ist. Also, gute Session. Bis nachher. Seht ja. ihr? Ich arbeite nie und doch immer. Nee, aber das ist schön, wie er das gesagt hat. Genau, wenn man dann einfach gesagt kriegt, jetzt in deinem Fall von dir oder auch von irgendwem da draußen, du hast die Macht, das muss man erstmal verdauen. Und was halt auch so interessant war, er hat ja eine Frau kennengelernt, oder? Und von der hatte er eine ganz klare Vorstellung, dass die halt nicht verfügbar ist. Und dann hat er aber schon auch gewusst, dass er selber eigentlich nicht verfügbar ist. Aber wie er das jetzt verändern kann, dass oder der Klassiker ist ja, ja, ich muss jetzt hier bei mir diese Barrieren öffnen, dass ich genau. verfügbar bin. Ja. Wie mache ich das? Ja? Genau. Und dann geht es wirklich darum, dass ich erkenne, dass ich eine verfügbare Person sehen darf. Und was das für mich bedeutet, wenn eine Person verfügbar ist, entscheide ganz alleine ich. Dann entscheide ich ganz alleine, wie ich bin. Wenn ich verfügbar bin, ja, ich muss gar nichts machen, ich muss keine Anforderungen oder keine Vorstellungen, sondern ich sage, ah, ich bin verfügbar, was heißt es für mich? Ah ja, der andere, der hockt sich neben mich und lässt mir keinen Freiraum mehr. Ja, wenn ich so entscheide, dann ist es halt so. Genau, ne? Genau. Diese Klarheit und diese Wahrheit, dass ich alles entscheiden kann, wie ich bin, wie ich in einer Beziehung bin, wie die andere Person in einer Beziehung ist. Ja. Dass es diese ganz vielen Versionen einer Person gibt und ich entscheide, welche Version ich von dir in meinem Leben haben will, Susi. Ich entscheide das. Ja. Niemand anders. Genau. Ich entscheide, mit welcher Susi ich kommuniziere. Da gibt es Milliarden unendlich viele Versionen von jeder Person. Aber wenn ich sage, ich sehe diese Version in dir, diese göttlich geilste Version in dir, dann kannst du mit mir nicht ungöttlich sein. Ja, ja. Ja. Und da fängt es halt auch an, also bei mir war das dann halt auch so, dass ich gedacht habe, oh mein Gott, so viel Verantwortung, ah, das ist ja ein Stressjob hier, also boah. Aber das ist nur am Anfang, weil ja, also nein, es ist einfach eine Entscheidung, man entscheidet sich dazu, ob ich das will, wissen will. Und wenn ich es wissen will, dann muss ich halt all in gehen, dann bin ich es. Ja, und man muss auch dazu sagen, da der Ralf ist Aufmerksamkeitscoach. Ja. Und er hat jetzt mit mir in der Zusammenarbeit festgestellt, dass es nur so ein ganz kleines, munziges Teilchen ist bei der ganzen Geschichte, weil es halt deine Welt, auch hier, ja, wie bist du aufmerksam? Was heißt Aufmerksamkeit für dich? Was beurteilst du? Wie ist man aufmerksam? Warum soll ich aufmerksam sein? Warum, was? Ja, das will alles dein Köpfelein wissen. Ja. Ja? Der geht einen Schritt mit dir und sagt, okay, ich gehe jetzt mal aufmerksam, aufmerksam, aufmerksam und ich beobachte und ich nehme alles wahr und ich merke es. Ja, und jetzt? Ja, ja, eben. Das ist eigentlich nur ein Tool. Es ist ja ein Tool. Aufmerksamkeit kannst du als Tool nutzen. Aber du brauchst das Ganze. Du brauchst das Ganze. Du musst wissen, wer du bist in diesem Ganzen. Du musst wissen, wer du bist als aufmerksamer Mensch. Du musst wissen, was das bedeutet, was das für Konsequenzen hat. Ja. Und einfach dieses Bild, wir haben es auch schon ein paar Mal angewendet und es funktioniert auch ganz gut von diesen Drehbuchautorin. Ich bin die Drehbuchautorin von dem Film, den ich mein Leben nenne. Ja? Und Da schreibe ich das Buch, ich schreibe die Geschichte, ich schreibe die Dialoge, ich schreibe wie heißt das, die Requisiten, ich schreibe alles. Dann gucke ich mir das an. Ich bin dann auch die Schauspieler, beziehungsweise ich suche mir eben welche, die meine Schauspieler sind. Und dann beurteile ich das Ganze. Und so läuft es ab, so läuft es ab, so läuft mein Leben. Und das ist einfach eine Verantwortungsübernahme. Die muss man einfach übernehmen und dann muss man mit allen möglichen Hilfen, auch eben sowas, was mir oder was du anbietest, einfach gehen, um das zu üben. Ja, die meisten
Und da, sage ich mal, war ich eine davon und tu ja auch, Susi. Wir haben ja konsumiert, alle möglichen Geschichten, Ansätze, Methoden, Methodologien und uns immer die Frage gestellt, die hier vorher auch gestanden ist, wie mache ich es denn im täglichen Leben, ja? Und da muss ich halt einen Lifestyle entwickeln. Da muss ich eine sein, eine Schöpferin sein. Und dann muss ich wissen, wie denke, fühle und handle ich jeden Moment als Schöpferin. Und eine Schöpferin kann nicht nur konsumieren in der alten Version meines menschlichen Seins, das Adoptivkind, das von der Mutter nicht geliebt wurde, bla bla bla. Und dann sitze ich da und konsumiere aus dieser Perspektive heraus und alles wird nur noch schlimmer. Ja, weil ich ja auch darauf beharre, dass mir so scheiße ergangen ist, dass ich so schlecht behandelt wurde. Das will ich ja behalten. Aus irgendeinem scheiß Grund will ich das behalten. Das ist ja meine Identität, weil wer bin ich denn, wenn ich die nicht bin, ja, die mir die anderen erzählt haben und die meine Erinnerung kennt, ja? Genau. Und da geht es darum, ich bin rein göttliche Perfektion. Und je mehr und mehr das tiefer und tiefer in deinen Seinszustand einsinkt, weil es sinkt ein, weil es resoniert, die Wahrheit resoniert. Mhm. Die Wahrheit, jedes Mal, wenn du etwas hörst, etwas liest, wo du sagst, ja, genau, das fühlt sich so gut an, dann ist es die göttliche, perfekte Wahrheit. Genau. Und je mehr du das zulässt für dich selber, dass das wirklich deine Wahrheit ist, dein wahrer Seinszustand, wir haben es jetzt in der Mastermind auch wieder gesehen, plötzlich macht es so, ich habe es vorher gepostet, macht es so krack, krack, krack und diese Schale und dieses Krustige und Verhärtete und Stinkige und Schwere, das bricht plötzlich wirklich wie auf und dann fällt es runter. Und dann ist da eine Frau da, die du immer schon gesehen hast und wusstest, so bist du. Ja. Aber es nützt ja, die Frau selber muss es sich erlauben, einfach ohne irgendeinen Ballast, eine Bedingung, eine Geschichte, eine Story, ein Trauma oder wie man das alles nennt, das ist Krustenpanzerkacke. Genau. Und du kannst einer dabei helfen, aber du kannst nicht für sie tun. Das ist immer das, wo dann halt dann auch die frustrierten Fragen sind. Ja, was nützt mir das jetzt? Ja, klar, weiß ich auch. Aber ich muss halt auch wirklich reingehen und in die Verantwortung meiner eigenen Arbeit gehen, dass ich das wirklich tue. Tag für Tag eben, wie du sagst, die großen. Und nie wieder aufhöre. Und das sind wir jetzt in der Mastermind nach den 10 Wochen, dass die Frauen wirklich sowas von Erfolgen, Veränderungen haben, dass sie gar nicht mehr aufhören wollen. Und das ist unser Ziel. Es ist unser Ziel, dass es ab dem Moment, dass dieses Gummiband der Realität, der alten Geschichten, der alten Überzeugungen nicht mehr zurückzieht, dich zurückzieht. Hier. Ich wüsste gerne, wie es bei kleinen Kindern ist. Erschaffen sie selbst oder leben sie die Schöpfung der Eltern? Ah, darüber haben wir auch schon diskutiert. Tricky Frage. Also es ist so, die Kinder, die du wahrnimmst, das sind deine Outputs. Also das sind deine Kinder. In diesem Fall ist es nur das, was du wahrnimmst. Was deine Kinder wahrnehmen, Das ist eine andere Geschichte. Es geht ja immer nur um dich. Und in deiner Welt erschaffst du alles, was diese Kinder betrifft. Das machst du. Das wäre meine Antwort. Ja, und du machst es vor allem auch unbewusst, weil es ist ja die Information von deiner Wahrnehmung, was du siehst, wie du die Welt siehst, wie du sie beschränkt siehst, wie du deine Kinder siehst, was sie können. Ob du dir Sorgen machst, dass sie sich in dieser Welt frei bewegen können und so weiter und so fort. Das sind Informationen, die projizierst du nach außen. Das sind Schöpferinformationen. Und auch wenn du niemals irgendetwas zu deinen Kindern sagst oder zu irgendjemandem, diese Information ist energetisch verfügbar und deine Kinder, die sind in deinem Raum, den du kreierst. Ja? Und da sind deine Informationen drin. Und deine Kinder zeigen dir, was du glaubst, ob du es möchtest oder nicht.
ist im Grunde genau dasselbe wie bei Beziehungen, ob du die Beziehung zu deinen Kindern hast oder die Beziehung zu anderen Menschen. Es ist immer das, was du erwartest, was du glaubst, was du annimmst, was deine Wahrheiten sind, ohne Worte. Immer. Und ich weiß, das ist manchmal so, ja, aber ich mache doch nichts, ne. Aber du hast die Wahl, alles so zu beurteilen, so in den Kontext zu bringen, wie du das möchtest. Auch wenn es im Außen keinen Anhaltspunkt gibt. Ich habe die Wahl, mich als Millionärin zu fühlen, zu bewegen, zu anzuerkennen. Aber wenn ich jetzt denke, ja, also eine Millionärin kann doch jetzt hier nicht einfach so sitzen im Grünen und meinen, sie arbeitet. Denn eine Millionärin muss die Hände hoch machen und ein Aktenköfferchen haben und in High Heels durch Führungsetagen hüpfen. Wenn ich das glaube, dann werde ich natürlich nie mich als Millionärin fühlen können, weil ich das natürlich nicht will. Und ich schwöre es euch, ich habe das lange genug geglaubt. Ich habe dieses ganze Corporate-Zeug und alles abgelehnt und damit eben auch dieses Geld und den Geldfluss und den Erfolg, der scheinbar damit verbunden gewesen wäre, habe ich abgelehnt. Das ist wieder das hängt alles dran und dann tust du das mit in die Tonne, weil du denkst, es hängt mit dem Bild zusammen. Genau. Und dann hängt es auch noch damit zusammen, wie kann ich eine Mama sein, die Millionärin ist, das geht ja gar nicht, da kann ich mich ja nicht um mein Kind kümmern, weil ich ja in High Heels durch die Führungsetagen stöckeln muss und irgendwelche Hintern Dingseln bedienen, reinkriechen und so weiter und so fort. Wenn ich das glaube, dann tut sich das natürlich alles gegenseitig ausschließen. Und dann sage ich irgendwann, nö, also ist doch alles super so, wie es ist. Braucht das Geld nicht. Braucht das Geld doch nicht. Hab doch genug. Ja. Aber wenn ich dann anfange zu denken, was könnte ich denn alles machen, wenn ich mir Geld erlaube? Was könnte ich denn alles bewirken bei anderen Menschen, wenn ich das Vorbild bin, mir Geld bedingungslos zu erlauben und einfach hier aus dem Camper ein Coaching zu machen in der freien Natur auf Sardinien, wann immer ich möchte? Was kann ich denn dann bewirken? Was kann ich dann für Projekte starten mit diesem Geld? Was kann ich alles erreichen? Weil keinem von uns geht es um diesen Ferrari letztendlich, um einen Porsche, um dieses riesengroße Strandhaus. Das kann man alles mal erleben wollen, aber es ist niemals das Endziel. Nie. Genau, und bei dieser Kinderfrage ist es eben so, dass es auch auf diese Art funktioniert. Wie willst du es denn sehen? Wie willst du es denn haben mit deinen Kindern? Da kommt wieder diese Zielfrage. Du musst es einfach wissen. Wie soll es denn sein? Und dann eben zu gucken, was steht mir im Inneren eigentlich im Weg? Wie will ich mein Kind sehen? Wie will ich denn sehen? Als was will ich mein Kind sehen? Also ich zum Beispiel kann jetzt hier nur über mich auch sprechen. Ich wollte immer mein Kind als diesen großartigen, selbstbewussten, freien, alles sich erlauben haben können, erleben, machen können, Sohn sehen, der ich oder Mensch sehen, der ich gerne gewesen wäre. Und ich habe mir gedacht, ich habe keine Unterstützung, meine Eltern wollen es nicht. Na. Ich muss immer alles selber erkämpfen, alles selber erarbeiten. Keiner sorgt sich um mich. Und deshalb wollte ich alles das Gegenteil von dem, was ich selber erlebt habe, für meinen Sohn haben. Aber die Kraft ist nicht in dem, was ich tue, sondern die Kraft ist in dem, wie ich ihn sehe. Als selbstbestimmten, jetzt mittlerweile jungen Mann. Und damals als selbstbestimmtes Kind, das sich von nichts und niemand sagen lässt, dass es irgendwas nicht tun, machen oder haben kann. Ja, genau. Und da gilt es nur an deinem, oder galt es ja nur an deinem inneren Bild zu arbeiten. Nur an dem. Mein Sohn ist so. Da gibt es nichts anderes. Es ist mir scheißegal, was irgendwelche Lehrer sagen. Es ist mir scheißegal, was irgendwelche, was weiß ich, bei uns in der Schweiz gibt es ja auch so Abklärungen und Einschätzungen, psychologische Gutachten und so weiter und so fort. Hat mich alles nie interessiert. Und das ist eben auch immer wieder dieser Impuls gewesen, warum ich die Arbeit tue, die ich tue, weil mir geht's Messer in der Tasche auf, wenn ich Beurteilungen und Kritik und Kleinmacherei sehe und beobachte, und merke, wie sich Menschen da fügen. Ja. Du aber bist nicht gut genug. Ist ja auch nur ein Bild von dem, was tatsächlich in uns abgeht.
Absolut. Wir können es ja nicht anders wahrnehmen, wenn das immer noch auf diese Art immer funktioniert. Reinnehmen, beurteilen, scheiße. Da, 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 da. Und dann kann es sich ja anders draußen nicht zeigen. Und so machen wir das eben auch in den Coachings. Und deswegen ist es so powerful, dieser Mastermind, oder wo die ganzen Mentorinnen drin sind, wo alle diesen Raum halten, dieses Bild halten, der Perfektion, der perfekten Frau, die Frau, die alles kann, die alles hat, die alles ist. Und diese Energie ist da und die resoniert mit jedem, der da drin ist, wo jedes Mal noch mehr und noch größer und noch schöner und noch viel mehr Liebe rauskommt und gespürt wird. Und das ist eben dieser Zauber, der passieren kann. Und deswegen ist es auch so viel kraftvoller als meine Coachings 1:1 auch toll. Aber wenn du in diesem Raum bist mit diesen ganzen Mentorinnen, die dir die Wahrheit sagen und die quasi energetisch die Wahrheit halten, dann kannst du nichts anderes, wenn du dich drauf einlässt, Voraussetzung, als damit zu schwimmen. Die Energie ist da und die wird gehalten und du kannst direkt surfen drauf, oder wie heißt das? Ja, genau. Du bist die Expertin damit. Kiten, ja, und surfen, oder? Ja. Die Welle ist da, du musst halt einfach nur sagen, okay, ich surf jetzt, ich surf mit. Du kannst natürlich abspringen und sagen, wow, das ist mir aber gefährlich, unbekannt, die Welle geht zu schnell, Hilfe. Dann springst du ab und kommst vielleicht nicht mehr zurück aufs Brett. Aber wenn du sagst, ja, mach dir nichts, ich komme gleich wieder, ich will ja dabei sein, mach dir nichts, ist ganz, ganz wichtig, einfach wieder drauf und weiter. Das funktioniert ja tatsächlich, wir sehen es ja. Wir sehen es, das ist jeden Tag in der Telegram-Gruppe. Ich gucke da rein und dann machst du, what? Wer? Die? Nein, echt? Wow, wie schön. Und so ist es jeden Tag. Und da kommen Sachen, die passieren aus der Energie heraus. Ja. Und das ist eigentlich der einzige Zauber, wenn du den hast, das ist das eine. Aber du musst mit deinem Kopf in der Energie denken. Ja. Dann fühlt dein Körper in der Energie und dann kommen automatisch die Handlungen. Ja. Und es ist nie vorbei. Mhm. Aber das Schöne ist ja, dass es etwas gibt, wo dann auch übernimmt. Also ich weiß nicht, was es ist mir auch egal, ich will es gar nicht benennen, sondern es ist einfach so, diese Kräfte, die ich vorher nicht gesehen habe, die wirken plötzlich für mich. Ja? Das, was ich früher dachte, das, was gegen mich wirkt, wirkt jetzt auf einmal für mich. Und ich denke, wow, ich muss das gar nicht machen. Also hier so, ich denke nur, dass das Loch geschaufelt ist. Ich schaufle das Loch nicht selber. Verstehst? Ich gucke dann bloß morgens und denke, wow, das Loch ist geschaufelt. Also jetzt mal ein blödes Beispiel, weil ich früher war. Und sagst, boah, der Kasten mit Gold steht vor der Tür. Zum Beispiel, kann man auch sagen, ganz genau. Geht auch, oder? Das Gold nicht dürfen gehen, ich muss nicht nach Klondike fahren, ich muss gar nichts machen. Das steht dann einfach da. Und das muss ich auch nicht wissen. Und da darf dieser Moment, dieses Surrender kommen, dieses, ja, das muss ich nicht. Ich muss nur klar haben, was ich haben will. Also es ist wirklich eine wunderbare Möglichkeit, dich komplett zu verändern, dich komplett als das zu sehen, was du wirklich bist. Und es ist halt herzig, weil wir natürlich ein Leben lang andere Scheiße beigebracht gekriegt haben, die uns entmächtigt hat, die uns nicht gut genug gemacht hat und die uns halt immer wieder vorgaukelt, dass wir es nicht im Griff haben und dass es da außerhalb irgendeine Situation, irgendeine Annahme, irgendeine Kritik, irgendein System gibt, das uns sagen kann, wer wir sind und wie gut das ist. Ja, genau. Und das sitzt halt schon ein bisschen fest, ne? Weil wir alle schon eine Weile unterwegs sind, aber auch bei jungen Frauen sitzt das schon fest. Aber man kann es lösen. Man muss halt ein bisschen mit Nachdruck arbeiten. Und man darf halt einfach auch nicht aufhören, ja? Wenn ich in meine alte Version zurückhüpfe, das fühlt sich sowas von Elend an. Und irgendwann mal ist, aber ich kann das machen, aber irgendwann mal denke ich mir, wieso soll ich das tun? Für was denn? Für wen denn? Warum denn? Das macht man dann halt einfach nicht. Und dann gibt es halt so Sachen, ja, aber dann liebt mich XY nicht mehr und die lehnen mich ab. Nein, es ist eben so gar nicht.
Es ist so, wie du denkst. Ja, und wenn du denkst, wenn ich mich verändere, liebt mich XY noch mehr. Ist doch super. Mhm. Genau. Jetzt kann ich es dann ja tatsächlich auch in diesen einzelnen Sachen dir immer wieder selber beweisen, dass es stimmt. Und das ist eben das Wichtige. Du beweist es dir selber. Bei kleineren Sachen, was heißt kleinere Sachen? Ja, eben jetzt vielleicht nicht gleich bei den ganz großen. Und dann merkst du, hey, ich komme da richtig rein. Ja, stimmt. Ach, so geht es. Ich muss es einfach anders denken. Und so gibt es halt wirklich, es geht darum, mach dich auf den Weg. Auf meiner Homepage ist mittlerweile wirklich ein wunderbares Shopping-Erlebnis möglich für jede Preis-Range von den Mentorinnen, die Kurse von mir auch, was immer noch ein guter Superkurs ist, ist My Magic. Finde heraus, wer du wirklich, wirklich bist, dass du da den Einstieg hast. Und aber das sind alles nicht die Voraussetzungen. Du kannst sofort kommen und sagen, ich bin jetzt die Frau, die alles hat. Von jetzt auf nachher entscheide ich mich. Ich ändere jeden Aspekt meines Lebens in der Frau, die alles hat. Ich, jeden Bereich meines Lebens kreiere ich, mache ich mir so, wie ich das haben will, weil ich bin die Frau, die alles hat. Das ist dieses 10-wöchige Mastermind, wo du eine Mentorin an deiner Seite hast. Jetzt musst du das mal überlegen, das habe ich mir heute Morgen überlegt. Das kostet gerade 3.300 Euro. Es sind 10 Wochen, das heißt, es sind 330 Euro pro Woche. Und dabei hast du noch jemanden, ein Privatcoaching und ein Gruppencoaching und den Austausch mit allen in der Telegram-Gruppe für 330 Euro pro Woche. Ist auf jeden Fall, wie also soll man sagen, preiswert. Ja, und wenn es ab 1. Juni 4.440 Euro kostet, sind 440 Euro pro Woche für das, was du da bekommst. Das verändert dein Leben. Ja, auf jeden Fall. Immer. Und wenn du so viel nicht investieren willst, dann kommst du am Mittwoch mit und kreierst erstmal deine Partnerschaften, deine Beziehungen um. Einen Punkt, aber das ist der Schlüsselpunkt, weil wenn du das umkreierst, kreierst du eben auch dein Verhältnis zu Geld oder zu Wünschen, die Geld kosten, komplett um. Und an deinem Camper war ja auch ein Beziehungsstory dran, die dir nicht gefallen hat. Ja, natürlich. Ich die sag, den Camper einfach weggehalten hat. Das alles ist so interessant, was immer hinter den Sachen liegt. Und denen auf die Spur zu kommen, reicht. Sie zu benennen, dann sind sie schon auf eigentlich. Tschüss. So, ihr Lieben, jetzt sind wir dann gleich mal bei der Stunde. Länger wollen wir eigentlich auch gar nicht machen. Wenn jetzt hier noch eine Frage kommt oder etwas in den Kommentaren, dann nehmen wir das als letzte zu beantwortende Sache. Aber es ist immer dasselbe, ja. Es kommt wirklich immer auf dasselbe raus. Und es ist halt, was glaubst du darüber? Was glaubst du, wie es ist? Was glaubst du, wie es zusammenhängt? Was glaubst du, was die Konsequenz ist? Was glaubst du, was es für dich bedeutet? Was glaubst du, was es für dich gestern und in Zukunft bedeutet? Ja, es ist immer das. Ja. Aber es ist ja beruhigenderweise so, in dem Moment, wo du dich für irgendetwas entscheidest, anzufangen, dann, das ist einfach ein Wunder auch, dass es dann geht, ja, dass man dann einfach ein Gefühl dafür kriegt, wenn man die Entscheidung getroffen hat, ja, das interessiert mich, ich möchte die bewusste Schöpferin da sein und nicht irgendwie so mitfahren, ohne dass ich weiß, was eigentlich los ist. Also mir hat es nicht gefallen, deswegen habe ich immer gesucht und jetzt habe ich es gefunden. Das fand ich auch so schön von der Myriwet und auch noch von der Rima auch und eigentlich haben es alle gesagt, die haben gesagt, Mann, oh Mann, ich habe alles angeschaut, aber jetzt weiß ich, was es wirklich bedeutet und ich bin keine Suchende mehr, hat auch die Myriwet gesagt. Tut mir leid, ich suche keine Information mehr. Ich suche nicht mehr, weil ich weiß, wo die Informationen sind in mir. Es ist alles, Wissen ist da. Ich bin nur aufgefordert, aus diesem wahren Wissen heraus jetzt zu leben. Genau. Obwohl es vielleicht ganz wenige erst tun. Ja, das ist sicherlich ein Problem auch, weil man ja, kenne ich auch in meinem privaten Umfeld oder so,
die Leute sind ja nicht mit dem betraut und ich bin ja jetzt auch nicht, sagen wir mal, ich laufe ja nicht rum und sage, habe ich dir übrigens schon gesagt, dass du die Schöpferin bist, mache ich ja so nicht, ne? Aber es ist halt dann wirklich, ja, lebe durch dein Beispiel vor, anders geht es halt erstmal nicht, aber das ist schon das alles, weil ich ja alles bin. Und es ist ja tatsächlich auch so, wo wir jetzt sehen, dass die ganzen Teilnehmerinnen ganz aktiv gefragt werden, aus dem Nichts heraus, weil sie sich so fühlen, so perfekt, so fehlerlos, so angekommen, so zu Hause, so frei, so geerdet, nenn es, wie du es nennen willst, so ruhig, so, ja, und dann kommen Menschen und die werden dann angezogen von diesem Vibe, von dieser Energie und die fragen dann, hey, was machst du? Kannst du mir helfen? Kannst du mir es zeigen? Kannst du es mir zeigen? Und das ist genau das, was ich auch immer wieder sage, wenn du das für dich gelöst hast. Du möchtest nichts mehr tun, als das wirklich allen Menschen zu geben, zu zeigen. Und das ist auch gut so, weil nur so können wir die Welt verändern. Ja, und das, genau. Und wir wollen es nicht für uns geheim, heim. Und ich habe jetzt mein Leben verändert, aber ich sage es dir nicht, wie es geht. Nee, ich sage es ja immer ganz offen, wie es geht. Aber es ist halt so eine Sache, weil das halt, vielleicht gibt es Frauen, die schon alleine durch so ein Gespräch schon auf dem Pfad sind. Aber dann gibt es halt eben, ich sage ja, diese Klippen, dieses wahnsinnig lang Einstudierte. Und das ist halt Training. Und wir sehen halt jetzt wirklich gerade halt mal die Frauen, weil auf die unser Fokus jetzt gerade ist, obwohl wir die Männer genauso mitnehmen. Jeder Mann, der jetzt hier hört, was wir erzählen, das gilt auch für dich, Mann, weil das ist kein Unterschied. Nein. Ich meine, die Susi liebt Frauen, sie hört die ganze Zeit Mann, aber es hört sie gar nicht, sondern... Ich drehe es immer um. Ich drehe es einfach um. Das ist für dich schon automatisch, weil es geht ja um die Quintessenz in der ganzen Geschichte. Es geht ja darum, wie es geht. Und es geht nicht darum, um wen es geht, sondern es geht darum, was du siehst. Und es ist völlig wurscht. Also eigentlich sollte sich Mann hier genauso aufgehoben fühlen. Er muss einfach Mann hören, wenn wir Frau sagen. Und schon ist es eigentlich dasselbe. Ja, ihr Lieben, jetzt ist da nichts mehr gekommen. Ich hoffe, wir waren freudig, hübsch und dienlich. Haben euch weitergebracht. Schreibt auch gerne auch die Susi an oder eine der anderen Mentorinnen, wenn ihr eine Frage habt. Wichtig ist tatsächlich, wenn ihr jetzt an der Klippe seid, es ist ein guter Moment, entweder in dieses Monatsprogramm, ich kreiere mir meinen Traumpartner einzusteigen oder eben gleich in die Frau, die alles hat. Das sind jetzt aktuell die Sachen, die da sind. Wenn du dir noch mehr Geld nicht zutraust, in dich so viel zu investieren, in Anführungsstrichen, kauf dir zumindest einen der Kurse von der Susi oder von der Maria oder den von der Rima. Das, was dich halt gerade in deinem Thema betrifft, es ist alles da. Aber du musst es machen. Machen. Wir können helfen, aber es nicht tun. Und du musst nicht irgendwie ein Tool machen, du musst nicht meditieren, du musst auch nicht Yoga machen, du musst auch nicht gut essen, du musst auch gar nichts machen, aber du musst hier oben jeden Moment präsent und da eben wieder aufmerksam sein, aber nicht nur aufmerksam auf die Kacke, sondern du musst aufmerksam sein, dass du das siehst, was du haben möchtest. Genau. Weil dieses aufmerksam zeigt, das ist ja nur, was ist gerade in meiner alten Bewertung, in meiner alten Vorstellung, was ist gerade, okay, es macht nichts mit mir, aber es gibt es immer noch. Und ich sage, no, es gibt es nur, wenn ich sage, es gibt es. Und was will ich denn stattdessen? Genau, das ist doch fast das Bild, wenn ich immer das gleiche Theaterstück immer weiter angucke, dann kriege ich halt immer nur die gleiche Unterhaltung. Ich muss ein neues Stück schreiben. Und das muss ich mir erlauben, weil man das ja nicht so darf, ja, in unserer gesellschaftlichen Werte, Ansichtskonstrukten. Darf ich doch jetzt nicht einfach, das war doch so.
Kann doch nicht einfach behaupten, das war nicht so. War doch immer so. War doch immer so. Es muss auch immer so weiter sein. Und schau mal, bei dem war so und bei dem war so und bei dem war so und bei den allen war so. Und da fühle ich mich noch gut aufgehoben. Ja. Aber das ist eben die Frage. Aber ein weites Feld, Patricia, ein weites Feld. Ein weites Feld. Ganz viel von diesem Feld haben wir eigentlich auch schon beantwortet auf YouTube. Habe ich ja alles gesammelt für euch. Aber ich will euch einfach wirklich nur sagen, macht was. Nicht les was. Nee. Mach's. Mach. Genau. Ja, dann kommen wir mal zu Ende. Ich danke euch, dass ihr hier wart. Ich gehe hier nochmal weg. Also mein Fake-Hintergrund angucken könnt. Ja. Ja. Also so viel Fotomontage gemacht, wenn ich dieses Bild hier in Zoom reingekriegt habe. Genau. Also ich freue mich auf jeden, den wir erreichen, auf jeden, der einfach sagt, I do it, I go. Genau. Es gibt keine Limits. Und meistens ist man schon in einer Position, man hat ja nichts zu verlieren, wieso soll man den Weg nicht gehen? Genau. Also ihr Lieben, dann freuen wir uns, dass wir hier noch einen schönen Sonntag euch wünschen dürfen. Und ich denke, das hat uns so viel Spaß gemacht, oder Susi? Ja, auf jeden Fall. Immer gerne. Und ja. Dann wir, schöne Pfingsten. Ah ja, genau, habe ich fast vergessen. Ja. Bis dann. Tschüssi. Tschüss. Ja, warte mal.